Es gibt nichts Besseres als unser wunderschönes Land, um das süße Leben zu genießen. Offen gestanden haben Odile und ich entschieden, dass wir nach Israel gehen. Ciao und ich, wir gehen nach China. Und wir nach Algerien. Lieber Himmel. Wir gehen nach Bombay. Mhm. Warum ausgerechnet Bombay? Ich mache Karriere in Bollywood. Ihr habt es ja gerade schon gelesen. Super ätzend ist natürlich ein ziemlich niederschmetterndes Prädikat, aber leider lässt es sich im Falle von Monsieur Claude 2 nicht anders sagen. Kurz angerissen, worum es geht. Monsieur Claude 2 ist natürlich die Fortsetzung von Monsieur Claude und seine Töchter, einem ziemlich, ich sag mal, ja, doch schon Überraschungshit, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland, wo er so um die 4 Millionen Zuschauer in die Kinos gelockt hat. Ich glaube, es war ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, irgendwie so in dem Bereich. Und damals schon war es so ein bisschen schwierig abzuschätzen, inwiefern der Humor der Inszenatoren jetzt eigentlich so gewollt ist, wie er rüberkam. Es ging im ersten Teil um Monsieur Claude, einen Rassisten und mit Vorurteilen nicht geizenden Franzosen, der damit konfrontiert wird, dass seine Töchter allesamt Ausländer heiraten wollen. Und im Zuge dessen musste er sich mit den verschiedenen Nationen seiner Schwiegersöhne in spe auseinandersetzen, was Anlass gegeben hat, wirklich einen blöden Spruch nach dem anderen vom Stapel zu lassen. Manchmal so ein bisschen unterwandernd auch, so von der Handlung her, sodass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt halt hier diese Hauptfigur, die rassistisch denkt und die auch überhaupt nicht damit hinterm Berg hält. Also die wirklich sehr, sehr offensiv immer wieder gegen die Ausländer angeht. Aber die Macher haben es damals noch wenigstens so ein bisschen geschafft, auch aufzuzeigen, wie blöd er ist in seinem Denken und es am Ende halt hinbekommen zu zeigen, okay, diese Person hat sich geändert. Und trotzdem war damals schon so ein bisschen schwierig. Ich war in einer regulären Vorstellung unter anderem und kenne dieses Phänomen auch von anderen, die mir davon erzählt haben, dass der Film auch durchaus dazu einladen kann, zu lachen auf eine Art und Weise, die so, glaube ich, nicht angebracht ist. Also halt die Hauptfigur darin bestärken, dass sie das Richtige sagt. Und diese Mentalität, das wird man ja wohl nochmal sagen dürfen, Mentalität, die hat sich halt in diesem Film so ein bisschen manifestiert. Und das finde ich sehr, sehr schwierig. Danach kam von dem Regisseur Philippe de Chauveron ein zweiter Film, der hieß Hereinspaziert, der das Ganze noch viel, viel schlimmer gemacht hat und diesen doppelten Boden gar nicht mehr hatte. Also wo man dann wirklich dachte, okay, er macht hier wirklich einen Film für die Generation AfD oder wie man das nennen möchte. Und diesen Eindruck der Film, beziehungsweise Monsieur Claude 2, ist jetzt so angelegt zwischen beiden. Man weiß nicht, ist das, was ihr macht, gerade, denkt ihr nicht genug nach? Oder meint ihr das wirklich gerade so? Denn es geht in Monsieur Claude 2. Wir haben eben Monsieur Claude und seine Mutter, die am Anfang des Films in die verschiedenen Länder reisen, wo ihre Schwiegersöhne herkommen. Und man denkt, ah cool, okay, der Film setzt da an. Die wollen sich jetzt weiterhin mit den fremden Kulturen auseinandersetzen. Jemand, der sehr, sehr lange sehr rassistisch war und jetzt auf diese Art und Weise versucht, damit umzugehen. Das ist ja wirklich charmant und das ist wirklich nett. Das Problem ist, man merkt halt schon relativ zügig, dass es eben in eine ganz andere Richtung geht. Also der Film hat so als zentrales Thema, dass die Schwiegersöhne mit ihren Frauen allesamt wieder zurück in ihr Heimatland gehen wollen, beziehungsweise raus wollen aus Frankreich. Es gehen nicht alle dahin zurück, wo sie herkommen. Und das will Monsieur Claude jetzt halt verhindern, beziehungsweise er will nicht unbedingt verhindern, dass seine Schwiegersöhne weggehen, sondern vor allem halt, dass seine Töchter nicht weggehen. Und das ist der zentrale Punkt. Und um anzusetzen an das Thema, was ich gerade ansprach, er ist eben in diesen verschiedenen Ländern, kommt dann wieder zurück. Das Problem ist, da macht der Film halt überhaupt nichts draus, denn man hat so ein bisschen den Eindruck, der hat alles wieder vergessen, was er im ersten Teil gelernt hat, nämlich die Minimalanforderung an Toleranz. Und es geht wirklich Schlag auf Schlag, ein rassistischer Ausruf nach dem anderen. Es geht so also es ist so eine Schlagzahl an vermeintlichen Sprüchen und Gags, dass überhaupt niemand dahinter kommt, ihm Paroli zu bieten. Und das ist eben das Problem. Ab sofort schlägt sich der Film so vollständig auf seine Seite und generiert vermutlich auch bei so gewissen Teilen des Publikums gewisse Lacher. Aber das ist ganz schön gefährlich, weil hier niemand, also es wird nie unterwandert. Es bleibt einfach im offenen Raum stehen. Und deshalb kann man darüber lachen, wenn man diesen Humor teilt. Aber wenn man diesen Humor teilt, dann hat man schon ein ziemliches Problem. Der einzig positive Aspekt ist, oder
Das sind die Darsteller der Schwiegersöhne und der Töchter, weil die teilweise so trocken ein ähnliches Verhalten an den Tag legen, wo man sich mit viel, viel gutem Willen daran machen könnte, zu sagen, okay, ihr wollt gerade zeigen, dass die anderen genauso sind. Also die Aussage des Films könnte sein, wenn man wirklich sehr, sehr tief gräbt, dass jeder rassistisch ist. Ich frage mich nur so ein bisschen, ob man heutzutage, gerade in Anbetracht der weltpolitischen Angespanntheit, ob man einen Film wirklich machen muss, wo am Ende die Aussage ist, jeder ist rassistisch. Kann man drüber streiten, wer Monsieur Claude und seine Töchter mochte, der findet vielleicht auch in irgendeiner Form hier so seine Punkte, wo er sich abgeholt fühlt. Vielleicht ist der Humor so sein Ding. Wie gesagt, man konnte in Monsieur Claude und seine Töchter, da war der Film noch nicht hundertprozentig auf Seiten der Hauptfigur. Und da konnte man dann sagen, okay, wenn man wirklich nicht zu dieser Generation AfD-Wähler gehört, dann und halt seinen Kopf anstrengt und weiß, der Regisseur wollte eigentlich was ganz anderes sagen, dann konnte man Monsieur Claude und seine Töchter noch guten Gewissens gucken und sich halt über die aufregen, die an den falschen Stellen auf eine falsche Art und Weise lachen. Hier ist es halt wirklich nur ein Abfeuern an rassistischen Kommentaren, die nie in irgendeiner Form unterwandert werden. Es gibt irgendwann eine Szene, wo die Hauptfigur von Christian Clavier gespielte Hauptfigur einem Flüchtling mit einer Schaufel vor den Schädel haut, weil er denkt, er ist ein Terrorist. Das sind Sachen, wo ich mir denke, ey, wir brauchen nicht päpstlicher sein als der Papst. Wenn Gags gut sind und man merkt, die Macher haben sich hier Gedanken gemacht und da steckt keine politische Agenda hinter, was man bei Monsieur Claude 2 aber manchmal denken könnte, dann kann man auch wirklich gut gerne derbe Gags machen. Aber Monsieur Claude 2 versagt einfach auf allen Ebenen und deshalb diese Woche wirklich so, oder generell in diesem Jahr so mit einer der schlimmsten Filme, die man sich angucken kann. Deshalb, wenn ihr den Humor des ersten Teils mochtet und wisst, dass man, wie man das zu nehmen hat, was in diesem Film passiert, dann guckt euch gerne nochmal Teil 1 an. Ich weiß, der wurde jetzt nochmal auch irgendwie extra auf den Markt gebracht, glaube ich, im Zuge des Releases von Teil 2. Aber Monsieur Claude 2, da sitzt man am Ende wirklich nur fremdschämend im Saal und da sage ich mir, nee, das braucht man sich nicht geben. Deshalb Monsieur Claude 2, absolut keine Empfehlung von mir. Ihre Familien sind aber auch immer für eine Überraschung gut. Entschuldigung, bitte.